schön mit drei Ruten und Schnurclip an der Yama stehen und das dann auf die kleinen aktiven Fische, auf Ugui, auf Regenbogenstint und sogar auf japanischen Saibling. Also raus damit. Zack, zack, zack. Drei Ruten und da geht es auch schon direkt los. Drei Ruten ausgeworfen und sofort der erste Biss. Zack, mongolische Rotfeder und die suche ich sogar. Perfekt, mongolische Rotfeder auch mit dabei. Das wäre natürlich der Oberhammer, wenn das Teil hier ordentlich reinballert. Wo sind wir hier? Ein Spot, wo ich vor Monaten auch schon stand und hier habe ich tatsächlich meine Ugui Trophy abgehakt. Ugui Trophy, schön reingerasselt, auch gerade schon wieder ein schöner Brocken. Gucken wir mal eben hier, über ein Kilo. Ja, schmeckt. Japanische Saiblinge gehen auch zwischendurch immer mal wieder rein. Ein paar kleine Lennox. Ugui, Ugui, Ugui. Regenbogenstinte mit über 200 Gramm waren auch schon mit dabei. Also, eine richtig gute Stelle, wo ordentlich was geht. Und das auf feinem, kleinen Setup. Jetzt muss ich natürlich gleich mal eben gucken, wo wir Zeit haben, reinzugucken. Und dann schauen wir uns auch Stück für Stück das Setup an. Und wie weit und wie tief ich hier unterwegs bin. Denn, ja, es kommt natürlich auch so ein bisschen an auf die Tiefe, beziehungsweise wie denn das Ganze jetzt hier gerade steht. Man sieht ja, es bewegt sich nichts, so lange, bis ein Fisch da ist. Und das gleiche Prinzip hatten wir ja auch jetzt zuletzt schon an der Tunguska. Letztes Tunguska-Video, ich verlinke das nochmal eben. Da ging es dann auf Prosopium und Co. Dieser komische Bug passiert auch immer noch wieder. Dieser Zip. So, wieder auswerfen, bisschen treiben lassen und zack, ist da schon wieder was dran. Hat sogar noch ein bisschen Bock. Sehr schön. Oh, 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 oh. Alter, ein Masu. Auch richtig schön. Masu Lachs, 1,85 Kilo. Und das auf der Matchroute. Richtig, richtig nice. Also, direkt wieder raus damit. Gucken wir mal. Schön das Ganze hier im Blick behalten, dass wir die drei Posen haben. Und gucken, sobald eine Pose halt zuppelt. Also die liegen jetzt quasi in der Strömung. Und sobald da unten ein Fisch dran geht, guck mal, da auf der 1, ich glaube, da zuppelt schon was auf der gelben. Irgendwann löst die sich. Und dann auch sofort zugreifen. Dann packen, aufheben hier die Rute und dann gib ihm. Und dann ziehen wir uns hier den Brocken ran. Gucken wir nochmal schön im Detail. Also, wer und wo wackelt und danach halt sofort zugreifen. Das Schöne ist, die stehen jetzt hier im Schnurclip. Ich habe das gerade schon ein bisschen getestet auf 15 Meter Schnurclip. Jetzt hier an der Stelle auf 10 Meter Schnurclip. Da, auf der 3, zack, nicht gehakt, verdammt. Auf der 2, direkt hinterher, zack, gehakt, jawohl. So, kleiner Regenbogenstint passiert. Also, direkt wieder auswerfen oder, was man auch machen kann, einfach direkt da vorne hinwerfen. Zack, da landen die. Also kann man sie auch direkt da hinwerfen. Gucken, dass man sie auch noch abstellen kann hier. Perfekt. Und dann stehen die hier schon direkt an der Stelle im Clip. Denn da geht eben trotz allem, also auch ohne Treibangeln, immer mal wieder was rein. Von daher kann man das natürlich auch so nutzen. Und so mitnehmen. Jetzt gucken wir gerade nochmal. Läuft das? So, ich glaube, ich lasse das mal gerade so stehen und wir gucken mal an, von rechts nach links, gucken wir gerade mal eben rein hier in die Routen. Also, erstes Setup ganz rechts oder drittes Setup mit Eintagsfliege und Grille. Komplett auf Grille heute, denn der El Navid hatte geschrieben, Alden hier vorne an der Stelle auf 120 Meter. Mit Grille hat er eine schöne mongolische Rotfeder von 2,5 Kilo gefangen. Und die wollte ich natürlich auch. Da habe ich natürlich Bock drauf. Und deswegen habe ich hier erstmal ein bisschen getestet. Was geht denn hier? Langnasensaugdöbel, jawohl. Gerade auch schon gefangen mit über 800 Gramm. Gerne mehr davon. Ja, mongolische Rotfeder. Das wäre natürlich ein Traum, ey. Das wäre natürlich ein Traum. Wieder Ugui. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier weitermachen können. Also, erstes Setup war dieses. Ich bin hier mit 5,5 bzw. 7,5 an Fluorocarbon unterwegs. 9er Haken verwende ich gerade. 9er Haken, bisschen unüblich,
aber kann man auch mal machen. Eintagsfliege und Grille hier in der Kombination. Dann hier auf der zweiten Route, genau, 7,8er Fluorocarbon, 9er Haken, Steinfliegen, Larve und Grille. Und halt, das war die verkehrte. Komm, 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 komm. Ah, noch dran. Und auf die mongolische Rotfeder, die ist, zack, jawohl, auch direkt dran. Die ist gegangen. Ugui. Bester Fisch, Alter. Am besten noch in diesem Laichkleid, in einer besonderen Färbung. Macht auch richtig Bock. Ugui. 9er Haken, Eintagsfliegenlarve und Grille. Genau das ist der Trophy-Köder. Und ich überlege halt, ob noch andere Köder gut funktionieren können. Man muss es halt immer testen. Immer andere Köder testen, immer ausprobieren, damit man da auch zu neuen Ergebnissen kommt. Und dementsprechend dann gucken, dass man hier ja was Neues rausprobiert und dann eben berichtet von dem, was funktioniert. Bisher sieht es, wie gesagt, ganz gut aus. Die verschiedensten Fischarten. Ich hoffe natürlich auch noch auf einen Regenbogenstint in ordentlich groß. Der fehlt mir auch noch als Trophy. Und wenn hier sowas wie eine Masu noch reingeht oder vielleicht noch die mongolische Rotfeder, dann wäre das doch der absolute Burner. Auch kohlemäßig übrigens immer wieder richtig lohnenswert, denn die sind regelmäßig auch im Café drin. Gerade die Uguis kann man mal schnell 2 Stück für 200 Gramm abgeben. Also das lohnt sich. Oder eben auch die größeren. Also da einfach mal hier die Stelle testen. Von der Map her, ja, sollte doch bekannt sein mittlerweile, oder? Hier ganz am Schniepi, ganz auf dem Zippel. Also ganz rüber von der Base eben ganz in den Süden rennen. Und dann hier in die Strömung reinstellen. Was schön ist, wir haben eben die Strömung hier in diese beiden Richtungen und wir nutzen es aus, dass die Strömung hier ein bisschen langsamer ist und dann eben hier schön in die Pose reingeht. Wenn ihr hier aktiver reingehen wollt, das ist das, was ich immer gerne mache, so halb AFK. Aktiver ist es natürlich dann hier. Also raus damit. Zack. Und auch hier verschiedene Tiefen testen. Nicht immer direkt so relativ weit. Man kann auch sehr nah hier vorne, auch das so um die 10 Meter nur, also wo jetzt hier die Rutenspitze ist zum Beispiel, ganz nah in diesen Bereich hinwerfen. Auch das funktioniert. Oder ihr habt hier eine aktive und 2 passive, die dann einfach hier in der Strömung stehen. Und dann kann man das eben schön im Wechsel hier machen. Teils aktiv, teils passiv. Ich hatte das mit der Spinning-Rute auch noch probiert. Da muss ich sagen, ist mir das allerdings alles ein bisschen, ja, zu unstet. Das heißt, man ist mit dem Spinning aktiv, dann beißt wieder was an der Pose, das heißt, man lässt die Rute wieder fallen, dann kommt ein Ausschlitzer auf der Spinning-Rute oder. Also das ist alles nicht so ganz ideal, wenn man hier mit dem Spinning aktiv ist und dann nebenbei noch was mit der Pose probiert. Das eher uncool. Ja, wie gesagt, kohlemäßig auch gar nicht schlecht. Einfach mitnehmen hier, kann man ganz gut machen. Einfach hier den Tag über knappe 40 Minuten stehen. Lohnt sich von morgens 5 Uhr ungefähr, 4, 5 Uhr geht es los, bis abends ca. 23 Uhr und dann gib ihm. So, jetzt hole ich auch wieder rein. Sucht euch verschiedene Entfernungen aus, testet die ein bisschen durch. Ich war jetzt vorhin auf 15 Meter, hat auch schon funktioniert. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, 10 Meter reicht vielleicht doch auch, ging auch. Hier vorne, das ist 15 Meter, dann landen die ziemlich genau hier. Ja, so ungefähr, dann landen die da. Und hier waren einige Regenbogenstinte. Das teste ich gleich nochmal, weil ich ja wie gesagt den Regenbogenstint auch gerne haben will. Vielleicht kriege ich den noch mit anderen Ködern. Oder vielleicht sogar mit Spinning oder Vecchirig. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, immer ab 19 Uhr. Petri.